Urbanes automatisches Fahren ist eine Königsdisziplin beim automatischen Fahren. Der Grund dafür ist, dass wir eine große Vielfalt an unterschiedlichen Situationen haben, die das Fahrzeug lösen muss. Allerdings ist das jetzt noch eine Erprobungsphase, eine Testphase. Und das bedeutet, dass wir jederzeit einen Sicherheitsfahrer an Bord haben, der in der Lage ist, in das System einzugreifen und aber auch die Aufgabe hat, die ganze Zeit das System zu überwachen. Somit ist der Erprobungsbetrieb, der entspricht immer noch einer Stufe 2, was eigentlich teilautomatisiertes bzw. assistiertes Fahren bezeichnet wird. Wir waren bisher in den anderen Projekten auf der Autobahn und in einem Parkhaus unterwegs. Und danach haben wir relativ viel Zeit auf dem Volkswagen-Werksgelände verbracht. Allerdings war da die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, was hier natürlich in Hamburg nicht der Fall ist. Und das, was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir einerseits an vielen Stellen die Situation teilweise sogar einfacher sind, weil der Verkehr regulierter ist, gerade durch die Ampelanlagen. Auf der anderen Seite waren einige Annahmen, die wir für das Werksgelände getroffen hatten, nicht mehr gültig. Beispielsweise, dass die Straßen, mit denen wir bisher getestet haben, die waren etwas breiter. Jetzt haben wir mal mit etwas engeren Verhältnissen zu tun. Und da müssen wir natürlich das System adaptieren. Wir loggen ganz viele Messdaten aus dem Fahrzeug. Das sind einerseits die Sensordaten. Das kann man sich so vorstellen, dass das Fahrzeug eine Anzahl an Sensoren hat, mit denen prinzipiell Entfernungsmessungen vorgenommen werden, aber auch Bilddaten aufgezeichnet werden, aus denen dann wiederum weiter Informationen extrahiert werden. Positionen von Fußgängern, Autos und so weiter und so fort. Im Grunde genommen versuchen wir, das menschliche Sehen einerseits zu ersetzen und andererseits auch nochmal die ganzen Verhaltensregeln in einem computergesteuerten System nachzubilden. Und diese komplette Aufgabe bringt mit sich ganz viele unterschiedlichste Herausforderungen. Und ich glaube, das ist genau das, was diese Aufgabe für so viele Ingenieure bei uns, aber auch auf der ganzen Welt so spannend macht.